Ja, was ist denn da los? Aktien steigen doch eigentlich immer, haben wir gelernt. Oder stimmt das etwa nicht? Oder Stocks always go up und heute, naja, teilweise fallen sie, aber es fallen nicht nur die Aktien, sondern es fallen auch die US-Renditen, also die Risikoprämien für US-Staatsanleihen und vor allem fällt Öl, nachdem es auf den höchsten Stand seit 2018 gestiegen ist, nach dem Scheitern der OPEC Plus. Wie soll man sich aus diesem ganzen Geschehen einen Reim machen? Ich versuche es mal in diesem Video. Wir schauen mal, was so alles sich getan hat. Wir starten mal mit den US-Indizes, die ja nach dem gestrigen Feuerwerk an den Märkten heute zunächst mal gut gestartet waren. Aber dann sehen wir Dow Jones minus 1%, Nasdaq etwas besser, der war lange im Plus, Tech-Werte wieder gesucht, aber dann auch ins Minus gedreht. Wir sehen S&P minus 0,83, wir sehen Russell 2000, diesen Nebenwerteindex, Value-orientiert, also dieser Gegensatz zwischen Value und Growth, da sehen wir, der schlägt wieder zu Lasten von Value aus, über 2% im Minus und wir sehen den VIX, die Vola, mit über 18% im Plus, huiuiuiui, da ist also richtig was geboten, da ist richtig was gebacken. Woran kann das liegen, dass wir heute diese Bewertung sehen oder diese Bewegungen genauer gesagt? Wir haben am Freitag zunächst nochmal diesen Siegeslauf des S&P 500 gesehen. Der hatte 7 Tage in Folge neue Allzeithochs erreicht, eine der längsten Strecken in der Geschichte. Das letzte Mal gab es das 1997 und hätten wir heute und am Donnerstag und am Mittwoch davor, also Mittwoch, Donnerstag, das, nein, ich verwechsel das immer, jedenfalls, hätte er diese 3 folgenden Tage noch ein neues Allzeithoch jeweils gemacht, dann wäre das ein absoluter neuer Rekord gewesen. Aber es kam anders, wie wir gesehen haben. Plötzlich war der Wurm drin. Warum war jetzt der Wurm drin? Das ist die große Frage. Und da schauen wir uns zunächst mal an, wie toll eigentlich das erste Halbjahr 2021 gewesen ist. Es war das sechstbeste erste Halbjahr ever. Mit einem Zugewinn, der deutlich war, der sportlich war. Wir haben ja auch gesehen, dass so viel Geld in die Aktienmärkte geflossen ist wie noch nie. Wenn sich das Ganze so fortsetzen würde, auch im zweiten Halbjahr, dann hätten wir mehr Geldzuflüsse in die Aktienmärkte als in den letzten 20 Jahren zusammen. Also jeder ist irgendwie in Aktien drin, Vermögensverwalter, Privatinvestoren, alle sagen sich, ja, gibt keine Alternative, da muss ich rein. Aber manchmal ist es eben auch so, dass das zweite Halbjahr dann vielleicht nicht so gut wird, auch wenn viele sich das nicht vorstellen können, weil Stocks always go up, sometimes they go down vielleicht. Gucken wir mal jedenfalls. Die Geschichte ist hier ein Beispiel, dass es auch anders gehen kann. Dass es anders gehen kann, sehen wir jetzt gerade bei den Sektoren, die eigentlich von diesem Wirtschaftsboom profitieren sollten. Hier sehen wir mal den XLB, das sind die sogenannten Materials, also das ETF XLB. Und hier sehen wir das Verhältnis zwischen diesen Materials, also Materialien, alles was bei Boom gebraucht wird, bei Infrastruktur gebraucht wird. Hier sehen wir, dass die Relation zwischen diesem XLB, diesen Materials zum S&P 500 deutlich, deutlich unter Druck gekommen ist. Da sind wir durch eine Aufwärtstrendlinie gefallen. Was ist also jetzt mit diesem Reflationstrade, mit diesem Boom? Wo ist er hin? Ist das nun Rücksetzer? Ist die Story vorbei? Ahnen die Märkte, dass da irgendwas im Busch ist, dass es mit dieser Erholung irgendwie vielleicht nicht so weit her ist? Große Frage. Jedenfalls auch ein weiterer Absturz heute noch. Didi, dieser Service, ähnlich wie Uber, nur eben auf Chinesisch. Die sind letzte Woche noch schön an die US-Börse gekommen. Im Prinzip hat Chinas Regierung die Stecker gezogen. Jetzt hat gesagt, ja, in den Apps dürft ihr nicht mehr aufscheinen. Demnächst dementsprechend natürlich ein Absturz, über 20% geht es nach unten. Da werden sich viele Investoren, die gerade da mal zugegriffen haben, natürlich ziemlich in den Allerwertesten beißen. Das ist auf Deutsch gesagt dumm gelaufen. Dumm gelaufen ist es auch für Crude Oil, wie gesagt. OPEC Plus gescheitert, keine Einigung zwischen Saudi-Arabien vor allem und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und dann haben viele gesagt, super bullish, ja, ist auch so, vielleicht aber eben auch ein Schwächezeichen der OPEC, dass sie nicht mehr in der Lage ist, irgendwie sich zu einigen. Dementsprechend dann vielleicht mit den neu erwachten Sorgen um die Konjunktur, jedenfalls der Ölpreis massiv abgestürzt. Hier sehen wir mal Crude Oil mit einem Absturz von ja, $5 fast ist es da nach unten gegangen. Das ist eine ganze Menge Holz. Also von $76,50 unter die Marke von 73, gut $4 könnte man sagen. Also da war richtig was los, da ist richtig was am Start.
Warum? Das ist die große Frage. Natürlich ist das ein Schwächezeichen der OPEC, aber wir haben natürlich auch eine extreme Long-Positionierung im Bereich Crude Oil und wir haben auch eine extreme Long-Positionierung in Sachen Renditen für US-Staatsanleihen. Die meisten Investoren sind also davon ausgegangen, dass die Renditen für Staatsanleihen weiter steigen, weil die Inflation hoch ist, weil eben die Logik eigentlich das nahelegt, dass die Renditen steigen müssten, wenn wir eine solche Inflation haben. Wie kann es dann sein, dass die Renditen so weit unten sind? Aber es kommt dann meistens genau umgekehrt. Wir sehen, wie die Renditen hier richtig gehend abgestürzt sind. Deutlich unter die Marke von 1,4% für die 10-jährige US-Staatsanleihen-Rendite. Und wenn wir sehen, woran das liegen könnte, dann sehen wir hier zum Beispiel die Kunden von JP Morgan. Die sind short in der US-Staatsanleihe, spekulieren also eigentlich auf eine steigende Rendite, nicht auf eine fallende Rendite. Dementsprechend sehen wir hier praktisch einen Squeeze. Die werden alle rausgehauen aus diesen Trades. Die Märkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes. Und vielleicht ist all das ein bisschen ein Erschrecken über die neue Schwäche der Konjunkturdaten. Wir hatten heute den ISM-Index Dienstleistungen aus den USA. Deutlich schwächer als erwartet, aber eigentlich kein Beinbruch. Aber was problematisch ist, ist das, was ISM dann gesagt hat. Es sieht so aus, dass der Arbeitsmarkt sehr eng ist. Und wir sehen, wages have risen at an unprecedented rate. Also die Löhne sind gestiegen, so wie noch nie. Und man sagt, we are expecting a long-term effect on pricing of services. Also einen Langzeiteffekt auf die Preise bei Dienstleistungen, Langzeiteffekt. Langzeiteffekt würde bedeuten not transitory, also nicht das, was die Fed uns verklickern will. Ist das schon ein stagflationäres Umfeld, wenn wir sehen, dass die Wirtschaft schwächer wird? Aber die Preise demnächst wahrscheinlich nochmal weiter nach oben gehen, weil die Firmen immer höhere Kosten haben, jetzt eben auch möglicherweise das Ganze überschwappt auf die Löhne, das ist die große Frage. Wir hatten heute auch einen ZEW-Index, der deutlich schwächer war als erwartet. Allerdings die aktuelle Lage etwas besser als erwartet. Aber die Headline war sehr, sehr schwach beim ZEW. Also man sieht so ein bisschen, ist der Wurm drin. Ist die Frage zumindest, ob die Konjunktur wirklich so boomig ist, ja oder nein, die ist noch nicht wirklich beantwortet. Wir haben wie Julien Bittel hier versucht er zu zeigen, einen negativen Kreditimpuls aus China. Und er sagt, das Beste ist schon lange vorbei. Und dieser Slowdown, der jetzt kommt, wir hatten ja auch schwache Einkaufsmanager-Indizes aus China, jetzt kürzlich Dienstleistung ganz, ganz schwach, bei gleichzeitig aber hohen Preisen. Die waren auch beim ISM-Index nach wie vor sehr, sehr hoch. Also möglicherweise stehen wir jetzt doch vor einem Abbau der Wirtschaft, vor einem Slowdown, vor einer Verlangsamung der Wirtschaft bis ins Jahr 2022. Frage wäre dann bei gleichzeitig nach wie vor hohen Preisen oder geben die Preise dann nach? Das ist eben die Grundsatzfrage, die derzeit gestellt werden muss. Jedenfalls stellen sich manche schon darauf ein, dass sie weiter hohe Preise bezahlen, zum Beispiel Supermärkte in den USA. Die versuchen die Lager zu füllen, weil sie davon ausgehen, dass später die Dinge eben teurer werden. Also hier schon ein Anzeichen von Hortung und es ist ja die Erwartung von Inflation, die meistens die Inflation dann ja auch wirklich bringt. Wenn ich erwarte, dass es später teurer wird, kaufe ich lieber jetzt. Genau das machen derzeit die Supermärkte. Kommen wir nochmal nach Deutschland. Da hat heute BioNTech eins auf die Mütze gekriegt, weil Daten aus Israel zeigen, dass der Impfstoff nur zu 2/3 etwa wirksam ist gegen die neue Delta-Variante. Da hat es die Aktie gleich runtergehauen. Allerdings schauen wir uns mal die Hospitalisierungsdaten aus UK an, wo ja die Delta-Variante durchaus sportlich unterwegs ist. Und hier sehen wir, nicht wirklich gestiegen bis jetzt. Also offenkundig werden die Leute, die dann infiziert sind, zumindest nicht so schwer krank, dass sie dann ins Krankenhaus müssen. Das ist immerhin bemerkenswert. Und bemerkenswert ist auch das, was Sie da sehen, nämlich am Donnerstag 18.30 Uhr, meine Damen und Herren, Boom und Bust, eben mit genau der Frage, Inflation, kommt sie, wie hoch wird sie dauerhaft sein, ja, nein, wer gewinnt, wer verliert. All das mit Roland Ulrich und mir. Würde mich freuen, wenn Sie uns da mal über die Schulter gucken. Wir geben uns wirklich Mühe, das Ganze auch ein bisschen unterhaltsam zu machen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.